This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, in dem Video wollte ich mal über das Umfeld reden. Darüber, dass man sich eben in gewissen Phasen zurückziehen sollte. Ja, ich denke mich, also das werden die meisten diese Erfahrung gemacht haben, dass das Schwierigste vermutlich bei der Ernährungsumstellung nicht unbedingt das, was mit einem persönlich passiert ist, sondern dass das Schwierigste an der Ernährungsumstellung ist, dass man mit dem Umfeld richtig umgeht, dass man das handhaben kann, wie die Leute dann auf einen reagieren und dass man lernt, das Ganze zu handeln und sich da eben auch mal zurückzieht, denke ich. Gerade anfangs kann das sehr wichtig sein. Also am Anfang ist es so, wenn man seine Ernährung umstellt, dann ja, reagieren die Leute meist nicht gerade positiv darauf im Umfeld, gerade Familie, Freunde. Das kann einen dann dermaßen runterziehen, dass man es eben dann wieder bleiben lässt und dann wieder bei der alten Ernährung landet. Obwohl das eigentlich was ist, was man gar nicht mehr möchte, was sich gar nicht mehr gut für einen vielleicht anfühlt. Und nur weil man die ganze Zeit irgendwie dann Kritik von den Eltern, von Verwandten, von Freunden bekommt, dass man, was weiß ich, gerade krank ausschaut, dass das doch alles nichts bringt mit pflanzlicher Kost oder dass das nichts bringt mit Rohkost. Und gerade wenn man auch das nicht weiß, dass eben eine Entgiftung dabei abläuft im Körper, gerade in der Anfangszeit, dass es dann sein kann, dass man schlechte Haut bekommt, dass da eben alte Sachen rauskommen können, dass da alte Dinge, die im Körper gespeichert waren, gelöst werden und die dann nach außen kommen. Und dann kann man phasenweise eben auch mal schlechter ausschauen. Also das habe ich öfter auch in anderen Videos ja schon erzählt. Also die Leute, die mehr Videos von mir kennen, wissen das ja. Und es kommt eben zu Heilkrisen, Entgiftungserscheinungen, Entgiftungssymptome und diese alten Schlacken, die im Körper gespeichert sind, die kommen nach außen und dann schaut man eben auch mal schlechter aus und dann kommt die Familie gleich und sieht es als Anlass, hey, funktioniert nicht. Und das sind aber eben Prozesse, wo man auch mal durch muss am Anfang. Das sind Prozesse, wenn man durch die hindurch geht, dann kann es erst besser werden. Meistens macht man so, man fängt ein Stück an, normale Leute, gerade denen das nicht bewusst ist, mit der Entgiftung auch, und brechen dann ab, weil sie sehen, hey, mir geht's schlechter. Aber das ist nur ein Heilungsprozess und den muss man verarbeiten, den muss man wirklich annehmen und da mal hindurchgehen. Und dann hat sich wirklich was in einem verändert auch. Und gerade in diesen Phasen muss man sich eben auch Zeit für sich nehmen, sich mal rausziehen von diesen ganzen negativen Einflüssen, sich ein Umfeld suchen, das das unterstützt oder sich eben von dem alten Umfeld erstmal zurückziehen und dann für sich sein erstmal und dann entwickelt sich sowieso schon was Neues. Und in dieser Anfangsphase ist eben überall im Leben so. Ein Baby am Anfang, das braucht eine Schutzphase, das braucht eine geborgene Blase, aus der sich's raus selbst entwickeln kann, wo sich selbst diese Schritte dann da rausgehen kann. Aber als Mutter, jede Mutter bietet seinem Kind immer diese Geborgenheit und dieses Sicherheitsgefühl. Und auch das braucht man am Anfang, wenn man was umstellt, egal was es ist. Ob man jetzt sein Bewusstsein verändert oder seine Ernährung. Man braucht erstmal diese Sicherheit und man muss sich da erstmal aus dem Alten vielleicht ein bisschen rauslösen. Sonst ist es so gering, diese Wahrscheinlichkeit. Also ich kenne viele Leute, die verharren noch in dem alten Umfeld, die haben sich eigentlich schon weiterentwickelt. Aber wenn man dann in diesem alten Umfeld verharrt und dann fallen die doch immer wieder zurück, und sind einfach nicht glücklich, weil das Umfeld nicht mehr zu einem passt. Und entweder eben, was viele dann machen, fallen sie wieder zurück in die alten Muster
um sich wieder dem alten Umfeld anzupassen. Oder sie gehen halt raus, machen den Schritt und dann bleiben sie auch dabei. Aber auf Dauer dieses zwei verschiedene Level zu leben, also auf einem anderen Bewusstsein zu sein als das Umfeld, das funktioniert einfach nicht. Entweder man begibt sich raus aus dem Umfeld oder das Umfeld zieht mit. Es muss ja auch nicht immer so ein krasser Wechsel sein, wie sich das manche vorstellen. Manche denken da irgendwie, sie müssten jetzt gleich sagen zu jedem, ey, nee, ist nichts mehr, macht keinen Sinn mehr so. Sondern man kann sich das einfach langsam entwickeln lassen und schauen, wie es läuft, wo fühlt man sich wohl, wo passt es noch. Und vielleicht normal entwickelt sich es automatisch so, dass man dann vielleicht mal weniger macht, mit dem anderen macht man dann mehr. Das muss nichts Schlimmes sein oder man muss das nicht mit diesem alles oder nichts sehen, sondern lasst es einfach entwickeln. Wenn ihr gerade merkt, ihr braucht Zeit für euch, dann zieht euch zurück und nehmt euch die Zeit für euch. Und ja, das neue Leben braucht eben diese Schutz- und Sicherheitsphase. Am Anfang ist, wenn was wächst, immer noch verletzlich. Ein Baum, der gerade erst gekeimt ist, ein Apfelbaum oder andere Früchtebäume, die brauchen ja oft auch 3-4 Jahre, bis sie erstmal richtig Früchte tragen, bis sie Wurzeln geschlagen haben und bis sie nicht mehr so verletzlich sind. So dieser frische Spross, der ist noch sehr verletzlich. Am Anfang ist noch die Samenhülle außenrum und da kommt halt mal ein Vogel, pickt und weg ist er. Und man muss dem Ganzen erstmal Zeit geben zum Wachsen. Und dann, wenn das Ganze sich tief verwurzelt hat und eine gewisse Festigkeit hat, bei einem älteren Baum, der sich verwurzelt hat, der tief verankert ist, da kann man mal einen Ast wegschlagen, da kann man teilweise den ganzen Baum wegschlagen und der wächst wieder und bildet neue Triebe. Das kann man am Anfang, wenn der Baum, wenn da ein Keimling gerade erst gesprossen ist, das geht noch nicht, da sind keine Wurzeln da. Da wächst dann nichts mehr weiter. Man muss sich am Anfang eben diese Schutzphase, diese Schutzzeit gönnen und sich dann verfestigen und verwurzeln in dieser neuen Lebensweise, in dieser neuen Handlungsweise. Und dann kann das auch dauerhaft was werden. Und das ja, betrifft alle Veränderungen. Das betrifft die Ernährung, das betrifft das Bewusstsein und all solche Dinge eben. Und ja, auf Dauer in so einer großen Diskrepanz, in so einer großen Spanne zu leben, was Umfeld betrifft, was das Bewusstsein vom Umfeld und das eigene Bewusstsein betrifft, das geht nicht. Das ist einfach zu viel Spannung und ja, entweder man begibt sich dann raus aus dem Umfeld oder man fällt wieder zurück. So ist es eben häufig dann auch leider so. Aber ja, das ist wirklich so der größte Schritt, den ich gemacht habe, war so, nachdem ich es für mich selbst gemacht habe, war der zweite Schritt eben, das Umfeld zu ändern und das auch ins Außen zu tragen. Und erst dann, das war nochmal so, ja, wo es ganz andere Formen angenommen hat. So, zuerst war es eben, ich habe das alles für mich gemacht, das Umfeld war halt außen drum, dann einfach habe ich mich ein bisschen zurückgezogen. Und dann, als ich so das erste Mal zu Rohkost-Potlucks oder zu irgendwelchen Treffen hin bin und mit den Leuten mich dann verknüpft habe, so, dann ist das Ganze auf eine ganz andere Stufe gekommen. Und dann entwickelt sich das Ganze automatisch und so einfach und positiv. Ja. Also kann ich eben wirklich nur raten, so, nehmt euch die Zeit für euch. Ja, arbeitet eure neuen Muster, eure neuen Gewohnheiten, lasst es tief verwurzeln und dann schaut, was sich dann daraus entwickelt. Und geht erst dann, wenn ihr euch gefestigt habt da drin, geht dann wieder nach außen und ja, schaut, was sich daraus ergibt. Genau. Ansonsten macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.